Lippenstift. Den hätte ich ja fast übersehen hier. Oder war doch ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. Nichts drin. Da ist der Zucker schön schmoll. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Das ist günstig. Perhaps. How did you get your first big break, Miss Linden? Sorry, Jesse. Bam. Abgeschlossen. IG Isabel Greenwood. Office. Ist das vielleicht der fehlende Aktenordner? An den Captain. Aufbewahrung des Bootsgestells. Keimer hat die erforderliche Dokumentation zur Demontage und Aufbewahrung des Ersatzgestells nicht fertiggestellt. Außerdem machte er während seiner Dienstzeit über eine halbe Stunde kurze Pause. Er ist dafür zuständig, dass alle Teile erfasst werden. Er wird derzeit von Thomas im Maschinenraum eingesetzt. Mit Ihrer Genehmigung werde ich ihn stattdessen unter meiner Leitung eine vollständige Inventur der neuen Teile des Bootsgestells durchführen lassen. Hm. Okay, gibt einen Rätselfortschritt, aber nicht so, dass wir wirklich fortschreiten. Immerhin. Alexander der Große. Ist das hier ein Tintenfass oder wie? Ja. Zerschlagen. Ist abgeschlossen, sehe ich jetzt schon. Oh, ist offen. Aber sind nur Stifte drin. Bram Stoker, okay. Oh. Erik, wir müssen sprechen. Hans hat's rausgekriegt. Okay, was denn? Das sieht mir aber nach Dings aus. Nach Isabel. Thank you.
hat jemand das Fass da rangeschmissen. Okay, Geschichte. Gesetzlichkeit und so weiter. Okay, und Accounting und Buchhaltung. Das ist wahrscheinlich der Papa. Hoffen wir, dass sich die Investition gelohnt hat. Ach du Gott. Na, sowas wage ich ja. Unleserlich. 1903. Lieber E. Larsen, es war mir ein Vergnügen, Sie bei Ihrem letzten Vortrag in New York zu treffen. Wie ich an jedem Abend schon sagte, hat mir Ihr Buch über die Entdeckung der Längengrade und Navigationsmethoden sehr gefallen. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Ich bin auf der Suche nach einem Meereshistoriker für die Leitung meiner nächsten Expedition, ne? Der SS Thalassa, von der Sie gewiss gehört haben. Meine Besatzung hat in den letzten Jahren bereits mehrere nautische Expeditionen unternommen. Diese ist für mich von persönlichem Interesse. Es geht um die Suche nach und Bergung der St. Catherine, einer spanischen Galeone, deren Kapitän ein Vorfahr von mir war. Ich würde mich freuen, die Expedition und Ihre Rolle als Expeditionsleiter mit Ihnen in meinem Büro oder bei einem Abendessen zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Isabel. Ein großer Fleck an der Wand in Erics Büro. Was ist hier passiert? Ich glaube, da war ein Tintenglas. Laut einer handschriftlichen Notiz in Erics Büro hat Hans von einem Geheimnis erfahren, das Eric mit dem Verfasser teilte. Von wem stammt die Notiz? Übeltäter identifizieren. Wer war der Verfasser? Der Verfasser war meines Erachtens Isabel. Übeltäter. Isabel und Eric conspiring. Not surprised. So. Ich muss immer noch. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Da unten ist noch eine Tür hier, wo wir durch können. Oder auch nicht. Also offiziell hätten wir jetzt hier durchgekonnt, aber... Uns fehlt ein Schlüssel. Das heißt, wir müssen hier wieder raus. Über die Treppe. Was wir nicht können. Aber hier nicht gesperrt aussieht. Dafür einen Bolzenschneider brauchen, der jetzt eingeblendet wird. Das hier hinten war gesperrt, ne? Warte mal, da müssen wir nochmal gucken gehen. Er lässt es zumindest anfassen und jetzt ist er gesperrt. So, wir können rausgehen, wir kommen aber nicht hier hin, weil das auch gesperrt ist. Da kommen wir nicht rein.
Und über Eriks Arbeitszimmer kommen wir da auch nicht rein. Obwohl doch, sind wir da durch? Ah, okay. So viel dazu. Brauchen wir den Schlüssel. Und jetzt ist gesperrt. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Bin ich hier reingekommen? Ach so, auf der anderen Seite. Mehr können wir hier nicht tun, ne? Nee. Oh, ich komme ja gar nicht mehr zurück. Oh. Okay. Wichtiger Bereich eintritt. Dann haben wir noch irgendwas übersehen. Und wir gucken uns erstmal nochmal in seinem Arbeitszimmer genau. Ah, okay. Ja, habe ich doch was übersehen. Mal langrubbeln können, ob da jemand was geschrieben hat vorher. Das ist ein Zettel. Oh, das ist ein Buch. Ah, guck mal, jetzt ist es weg. Der sagt uns schon, dass wir hier noch was finden können. Das heißt, hier ist irgendwo im Gang noch ein Hinweis versteckt. Hier ist eine Tür. Der war aber nicht auf der Karte. Adelina, 7. Juni, nicht fertig. Okay. Fremdes Werkzeug. Da fehlt der Bolzenschneider, guck mal. Vielleicht finden wir den jetzt hier. Sonst kommen wir auch gar nicht weg. Wüste. Okay. 10 vor 2. Abgeklebter Wecker. Ich hätte eher bloß die Uhrzeit interessiert, weil die genau sagt, wann das Ding dann im Wasser gelaufen ist.
Funktionsweise des Wasserstandsmessers. Okay. Wahrscheinlich nicht. Mehr Sein als Schein. Schein als Sein, so rum. Verborgen. Wir haben 1000 Hinweise. Scheinplätze. So, im Flur ist noch was. Ah, hier ist noch eine Tür. So, ich gehe mal zurück, weil im Flur muss noch was sein. Oh, vom Weiten habe ich es jetzt gesehen. Die Schuhe hier. Laut Jessys zweiten Diktat schlich irgendwer nachts auf dem Schiff herum. Wer? Abgeklebte Stiefel. Hinweise auf Herumschleichen. Thomas schlich nachts herum. Okay. Dem er die Sohlen seiner Stiefel abklebte und seinen Wecker leiser machte. Moment visualisieren. Achtungswirbel laut. Wahrscheinlich. Thomas war neu in seiner Position, hatte sich noch nicht bewährt. Hinweise auf Unzuverlässigkeit. Hinweise auf fehlende Reife. Spielzeug-U-Boot. Ja, das könnte sein. Es war Quatsch, aber naja, Thomas schlich herum. Es gab Dinge, die Zweifel an Thomas' Erfahrung und Zuverlässigkeit aufkommen ließen. Rätsel gelöst. Sehr gut. Jetzt haben wir das hier auch erledigt und jetzt können wir hier raus. Also hätten wir vorher schon gekonnt, aber dann hätten wir es nicht gelöst. Alter, geht das tief hinunter. So, dann haben wir... So, hä? Da ist auch noch was drin, Moment. Oh. Das sind einfach nur Dosen. Er hat hier zusätzlich Rationen gegessen, wie es aussieht.
Jetzt ist es aber weg, ne? Ja. Das wäre mir hier absolut unheimlich. Look out. What? Das sah aber gerade wie geschubst aus. Lost without him, without me, without us to guide you. There are more questions than answers. Wer, wie, was? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wie? Was? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Was ist da hinten? Find out anything. You don't know these people. Connect with anyone. Ja, wo ist die Tür? You think I'd trust you with my secrets? Get out of there! Wake up! Can you hear me? Can you hear me? Sind wir runtergestoßen worden? Ich bin gespannt, was passiert ist. Oh, die Füße. Da ist eine Stange vor dir.
jetzt ist bestimmt irgendjemand wach, der da war. Best you not mention me. He wouldn't understand. But only worry. Wer war gerade? Wir sind aber auch eine olle Quatschtrippe, du. Wo sind wir jetzt? Armsinnlich. Okay, hier geht's wieder runter. Eine Blechschere haben wir auch noch gefunden. Nicht mitnehmen. Rätselfortschritt. Thomas schlich nachts auf dem Schiff herum. Er hat ein Geheimnis. Was führt er im Schilde? Wir können es lösen. Spuren von Aktivitäten. Eine Blechschere. Und Holzarbeiten. Okay, das ist in Ordnung. Okay, Entschuldigung. Thomas war nachts unterwegs, um heimlich dem blinden Passagier zu helfen. Ah, es gab noch einen blinden Passagier. Jetzt hätte ich gerne mehr. Und der blinde Passagier ist jetzt hier unten drunter, eine Etage tiefer. Und da kommen wir in die Kombüse rein. Dann gehen wir mal kurz gucken. Und da kommen wir ja jetzt rein, theoretisch. Nee, noch nicht, weil der Schlüssel fehlt. Interessant. Interessant.